Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Gamsberg Vieh und Forst 2. Und wir sind bereits in Folge 36. Wir hatten ja letztes Mal schon ein bisschen Holz gemacht, die Produktion läuft auf jeden Fall sicher. Und wollten uns jetzt mal ein bisschen um die Baumstümpfe kümmern und dann um die besonderen Arten von Bäumen, um zu sehen, ob wir damit auch was anfangen können. Sprich, ob wir die auch abernten können oder ob wir die lieber in Ruhe lassen. So, okay, da kommen gerade zwei Fahrzeuge, die lassen wir noch eben vorbei. Der fährt weg, da kommt gerade nichts, das ist okay. So, dann fahrt mal zu hier, Kollegen. Wir wollen mich jetzt hier, den Hügel hoch. So, der erste Test ist nämlich gleich hier. Da muss ich dann mal gucken, wie wir hier sauber anfahren, ohne dass wir die Straße absperren. Erstmal würde ich sagen, ne, das ist runter, das ist hoch. An muss ich ihn erstmal machen. Und dann gucken wir mal. Der geht weg. Das ist gut. Damit haben wir hier, wenn wir hier nochmal anfangen müssen, ja, ist noch ein bisschen was da. Wow, da geht es in 70 Scheiben abzubauen. Respekt. Den kann ich echt den millimeterweise abfräsen. Habe ich ihn jetzt? Ja, ich habe ihn erwischt. So, okay, das war so tatsächlich einer von denen, die original hier waren. Das ist noch so einer. Das sind so über diese Überraschungsgeschichten, wo man immer lieben gerne gegenfährt, was natürlich dann immer unheimlich angenehm ist fürs Fahrzeug. Deswegen mache ich die jetzt hier nämlich auch weg. Hier mache ich jetzt, dementsprechend senke ich das Ding ab bis zum Boden und hoffe, dass wir den dann gar nicht mehr sehen. Und das ist gelungen. Sehr schön. Jetzt fahren wir hier mal den Berg hoch. Und hier haben wir ja ein paar liegen gelassen. Fangen wir mal mit dem hier an. So, der ist schon von alleine verabschiedet. Der hat schon Angst. Ja, also der hat jetzt, der war nicht schnell genug um zu verschwinden sozusagen. Der ist auch weg. Das sieht alles sehr gut aus. Das läuft gut und fix. So soll es sein. Ja, muss man das ein bisschen höhenmäßig anpassen zum Teil. Wir sind halt nicht mehr auf dem flachen Feld, ne? Ist nicht mehr viel in Forst 1 hier. Wow, immer noch ein Stückchen übergelassen. Na, komm her hier. Jetzt haben wir. Sehr gut. Wir ein bisschen anheben. Oh, den habe ich aus Versehen weggemacht. Auch nicht schlecht. Ja? Da war der Mogel, der war noch nicht weg. Komme ich gerade nicht tief genug, um den da wegzumachen? Doch jetzt. So, hier ist auch noch einer. Ja, der ist auch vor Angst gegangen. So, habe ich jetzt hier noch irgendeinen übersehen? Also von denen, die wir gemacht haben, glaube ich nicht. Ist das da ein Felsen oder ist das ein Baumsturm? Ich würde sagen, das ist ein Baumsturm. Oder so ein Fallobstmäßigen Kram. Den können wir so durch die Gegend schieben. Das heißt, da passiert nichts, wenn wir dagegen fahren. Das ist okay. Hier sehe ich jetzt auf Anhieb auch keinen Baumstumpf, den wir übergelassen haben. Das ist schon mal sehr gut. Hier die Baumstümpfe sind auch weg. So, ich mache das mal ein bisschen hoch und mal aus. Und dann fahren wir mal hier rum. So. Und fahren auch in die Richtung. Also der hat sich schon mal auf jeden Fall bewährt. Der hatte keinerlei Probleme irgendwo hinzufahren. Und auch keinerlei Probleme in irgendwelchen Steigungsgeschichten oder sowas. Dann hat auch die das passende Arbeitswerkzeug ja statt Reifen. So, den parken wir mal eine Runde. Hier sind wir keinen im Weg. Nö, ist alles super. Machen das mal aus und dann gucken wir jetzt nochmal. Genau, wie weit der Kollege ist, wollte ich gerade sagen. Aber wir sehen, er arbeitet an den letzten Bahnen, um da hinten aus dem Quark zu kommen in der Ecke.
Deswegen gucken wir hier nochmal. Jo, hat ein ganzes Stück rüber gemacht. Jetzt ist die Frage, wenn er hier wieder reinfährt, ob er hier hängen bleibt und sagt, ich bin fertig oder nicht. Das ist natürlich was, was wir natürlich im Auge behalten müssen, ne? Klar. So, was müssen wir noch im Auge behalten? Tiere und Tiere aufstocken. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Und zum Tiere aufstocken. Müssen wir auch mal gucken, dass wir hier natürlich mit dem passenden Viehanhänger, unsere Hühner geht's gut, ne? Mit dem passenden Viehanhänger hier schon eine Runde rumwurschteln und mal eine Runde Tiere noch nachholen. Ich weiß gar nicht, wie viele Hühner hatten wir denn jetzt eigentlich? Das ist eigentlich schon ganz okay, ne? Wir können natürlich 12 Trillionen Hühner halten, haben jetzt jeweils 110, die vermehren sich also auch gut. Das ist schon mal schön. Was wir natürlich jetzt hier zwischendurch machen könnten mal, ist einfach mal eine Runde Kühe holen oder sowas, ne? Wie gesagt, Holzpart läuft noch. Wir werden den Holzpart heute im Laufe, also im Laufe dieses Spiel Ingame-Tages auf jeden Fall noch mehr Holz machen, das ist klar. Aber alles andere steht, ne? Wir müssen natürlich später noch ein Vorgewände und sowas machen, das ist auch klar. Aber jetzt knattern wir erstmal mit unserer guten Kiste hier los. Und gönnen uns erst noch Kühe. Wir wollen, dass der Produktionspfad in dem Bereich auch steigt. Haben wir noch einen LKW im Weg? Kommt uns da was Schönes entgegen? Nö. Dann nehmen wir jetzt mal unsere Knattermaschine hier mal. Knattern gleich mal am LKW vorbei. Da dachte ich auch, wie wird ein Viehtransporter überholt? Ja, genauso ist das. Du wirst hier von einem Viehtransporter überholt. Ich weiß auch nicht, ob wir beim Shop noch irgendwas stehen haben oder so. Aber ich glaube eigentlich eher nicht. Aber es läuft. Ja, wir haben noch eine ganze Menge Mischfutter in der Produktion, deswegen wage ich es. Wir haben noch eine ganze Menge Stroh da zum Einstreuen und Wasser ist auch nicht das Problem. Deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zum Viehhändler. So einfach ist es. Der Viehhändler dürfte hier links sein. Ich fahre mal von dieser Seite drauf. So. Wir müssen, glaube ich, hier in das Feld, oder? Gucken wir mal. Ja. So, dann brauchen wir Holsteiner. Ist voll der Hänger. So. Na, ich guck noch mal. Da sind sie drin und freuen sich. So muss das sein. 21.700 für neue Tiere ausgegeben. Ja, ist natürlich der Punkt. Ne? Wir haben natürlich jetzt nicht unendlich. Ne? Ich hole jetzt noch einen Wagen dazu, dass wir noch ein paar mehr haben. Aber ich muss natürlich ein bisschen darauf achten, wie viel Kohle wir haben. Wir könnten natürlich jetzt spontan Kohle machen und das werden wir vielleicht auch noch, indem wir es jetzt über den Tag hin produzieren. Ne? Dass wir also jetzt in der Nacht keinen Engpass oder sowas haben werden. Das nicht. Die haben ja auch noch 146.000. Und damit haben wir ja nur den Lohn-Heini, unseren Helfer, fürs Grubbern. Aber wir haben natürlich den Punkt, dass wir halt auch ansehen müssen. Und ansehen heißt natürlich auch düngen und sowas alles. Und dann wird auch noch vielleicht Unkrautbekämpfung und sowas kommen. Und das ist natürlich dann alles, ja, ne? Das ist mir so relativ, ne? So. Aber wie gesagt, ich dachte mir, eine Ladung Kühe geht noch. Und so genauso machen wir es auch. Man muss zwischendurch einfach mal eine Ladung holen, dann geht das. Ist natürlich auch nicht mal so super toll anzugucken, wenn wir 20.000 Ladungen hintereinander wegholen. Wenn wir mal richtig viel Kohle machen, dann lasse ich auch einfach mal welche liefern. Dann kriege ich dann auch nichts. So. Ja, mit den Tieren ist das hier um die Ecke fahren, da oben auch nicht ganz so pralle. Die wollen dann auch lieber
einmal die Kurve drehen hier, dass das hier nicht komplett über die Schräge im Bach runter geht. Ne? So, hier sind wir schon. Und hier müssen wir hin. So, wunderbar. Dann verschieben wir die freundlichen Damen hier mal, bestätigen das Ganze. Und wenn wir jetzt gucken, jetzt haben wir 41, ist doch wunderprächtig. Also 6 Stück machen wir mal pro Ladung Halter, ne? So. Ja. Eigentlich gar nicht so schlecht. Kühe dazu. Futter wollen sie noch, ein bisschen Wasser wollen sie noch. Das ist also das Problem, das Zeug steht hier eh rum. Wasser haben wir da vorne auch. Milch können wir dementsprechend auch hier in der Nähe, glaube ich, sogar verkaufen. Ich werde erstmal ihn hier wieder da hinten abstellen. So. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt, habe ich den schon voll Wasser laufen lassen oder ist er noch nicht voll Wasser? Schauen wir einfach mal. Ja, es ist Wasser drin. Dann können wir auch mal zu den Tieren rüberfahren und eine Runde Wasser anliefern. Auch das ist ja kein Problem. Die hatten eh noch ein bisschen Durst und mit den neuen Tieren ist der Wasserverbrauch natürlich noch weiter gestiegen. Deswegen gibt es erstmal ein Tröpfchen hier oben drauf. Ne? So, das läuft doch auch. Wow, ist doch fast unser ganzes Wasser reingegangen. Ich lasse das gute Stück jetzt hier einfach stehen. Wir gucken hier nochmal nach der Produktion. Ja. Die kann erstmal noch ein bisschen laufen, das ist diese Welt. Wir haben satt und schmutzig drinnen an Futter. Das heißt also, auch das ist kein Problem, was jetzt die Kühe angeht. Ihr seht, wir sind bei 92.000 hier. Mit dem, was wir da haben, würden wir wahrscheinlich sogar auf die 10 Tage jetzt kommen bei den Kühen, die wir jetzt haben. Das ist also schon ziemlich gut. So, ich skippe jetzt mal nicht ganz durch, sondern laufe jetzt mal zu dem freundlichen Kollegen hier. Mache hier den Motor an. Und dann wollen wir uns mal, ich glaube, wir nehmen den Einzelnen da zuerst. Fahren hier mal ein bisschen rum. So, mal gucken, ob wir uns den einfach so schnappen können. So. Ich muss natürlich hier das gute Stück mal aufmachen, ne? Jo, das geht. Da kam sogar richtig was runter. Da fällt er. Das ist behaupte ich eindeutig der größten Bäume. So, dann wollen wir mal gucken. Oh, dicker Baum auf jeden Fall. Saferlot, das ist echt mal ein Oschi. Der macht sogar noch einen kleinen Zahnstocher extra. Respekt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben hier 4 von diesen guten Stücken hier. Da werden wir natürlich mal was von ranziehen jetzt. Ne? So, diese nicht ganz so gut aussehenden Bäume. Die Geschmacksfrage, klar. Ich ziehe auch den wieder eine Runde hinter mir her. So, ja, die nehmen wir dann in Grüppchen auf. Ne? Das heißt also, immer pro Baum sozusagen fahre ich da dann hin und nehme die auf. Ein bisschen höher, so. Oh, ich glaube, das ist mit das ordentlichste Holz hier. Und den kleinen Zahnstoff einmal extra. Naja, okay. Warum nicht? So.
Aha, ich dachte erst, er wollte nicht richtig, aber dann wollte er doch. Ja, mit denen ist das hantieren, glaube ich, den anderen Länder, oder? So. Ja, du solltest eigentlich die andere Seite fallen und nicht sich bei mir anlehnen. Das war eigentlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte jetzt hier. Ich wollte eigentlich gar keine Kuschelarbeit liefern. So. So, einmal dann runter. Frage ist, warum will er den jetzt nicht sägen? Ich kriege auch keine Mitteilung, warum er nicht will. Jetzt wollte er eben. Komisch. Irgendwie ein bisschen komisch. Ja, das ist okay. So in die Richtung lege ich mal gleich. Schicke dich hier gleich mal ein bisschen hoch. Ich werde mich dann gleich andersrum fahren. Und werde dich jetzt hier nur Runde in die Ecke schmeißen. So, ja, und während wir den hier jetzt schön noch ein Stückchen sägen, ist die Folge leider schon wieder zu Ende für heute. So schnell geht's echt hier. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, ich nuschel jetzt noch mehr. Nein, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Ein Abo wäre natürlich klasse. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge oder sowas habt, schreibt es natürlich lieben gerne in den Kommentarbereich. Ich nehme das zwar immer grüppchenweise hier die Folgen auf, aber ich bin natürlich jeden Tag im Kommentarbereich und sehe dann, was ihr schreibt und kann auf jeden Fall textmäßig schon darauf reagieren. In den Videos sammle ich die Sachen dann immer ein bisschen. So, ja, dann sage ich vielen Dank für die Unterstützung dann auf jeden Fall und bis morgen.